Das Thema wäre Veränderung. Und ich will das mal an einer ganz kurz zurückliegenden, vielleicht vor 3 Jahren, Phase verdeutlichen. Wir hatten hier bei den Zeitzeugen in Hamburg das Problem, ist es immer so, dass wir nur über die Zeit, sage ich mal, 30, 35 bis 45 reden. Und eigentlich müssten wir ja sukzessive, aus biologischen Gründen schon, mal ein bisschen weiterkommen. Und ich habe das so in Erinnerung, dass es am Anfang eigentlich ein, na, sagen wir mal vorsichtiges, spinnertes Thema gewesen ist, dass man andere Themen als das Zusammensein und das Leben im Nationalsozialismus dann verbreitet, darüber diskutiert, abgesehen davon, dass ich als Mensch, Individuum, ich bin ja erst 45 geboren, also als der Spuk aufgehört hatte. Ich habe natürlich auch etliche Parallelen gesehen dazu, zum Nationalsozialismus, ohne dass ich das jetzt in der Kürze gleichsetzen will, mit Entwicklung in der DDR. Also als junger Pionier, ich bin nie in der FDJ gewesen, aber die Werbung für die FDJ, die auch mich betraf, aber ich hatte eh schon als Bewohner der Tuberkulose-Heilstätte irgendwo einen externen Status, so, und dann auch die Werbung, sogenannte Werbung für die NVA. Also da sehe ich schon gewisse Parallelen, aber es ist eben nicht nur das Politische, was sich dann verändert hat, nach 45 oder nach Gründung der beiden deutschen Staaten, sondern interessant ist, und zunehmend für mich ist interessant, welche Veränderungen des Alltags durch technische Gegenstände haben sich denn abgespielt. Und ich weiß, ich komme ja auch aus einem Beamten, also bürgerlichen Haushalt, dass so ein paar Dinge ich noch gesehen habe, auch wenn sie gar nicht mehr in der Benutzung waren. Beispielsweise, ich nehme an, aus dem Haushalt meiner Großeltern kam ein Eisschrank. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt benutzt haben, aber er war noch da. Und es gab aber kein Eis zu kaufen. Ich habe das bei uns im Dorf nachher mal sehr wohl gesehen, dass da aus einem tief zugefrorenen Teich Stangen rausgeschnitten worden und in den Keller einer Gastwirtschaft eingelagert worden. Damals bei uns mit Sägespänen, weil die wahrscheinlich im Sägewerk, wo Bleistiftfabrik am anderen Ende des Dorfes gut zu bekommen waren. Das ist ja auch eine Frage, wo kriegt man welche Materialien her? Und zwar kostengünstig, würde man heutzutage sagen. Also Kühlschrank, Eisschrank. Vorher war es der Eisschrank. Ich habe mir das erklären lassen in meiner begrenzten Neugier. Und dann hatten wir aber auch noch in DDR-Zeiten einen richtigen elektrischen Kühlschrank. Richtig, sage ich immer so. Nachdem wir im Westen waren und meine Mutter sagte, der frisst so viel Strom, das können wir fast gar nicht bezahlen, kriegte ich den Unterschied zwischen Adsorber und Kompressor mit. Und so weiter und so fort. Nicht? Aber auch, ist vielleicht nicht das übliche Thema, aber Klos, Toiletten. Also ich musste nach meiner Erinnerung nie über den Hof auf stille Örtchen gehen. Nicht? Aber ich kenne noch das Plumpsklo im ersten Stock, wo dann einfach die Scheiße und andere Exkremente runter in die Jauchegrube fuhren, fielen, die abgefahren werden musste, ausgepumpt werden musste und so weiter und so fort. Und das ist einfach
eine Form von Veränderung, die auch stattgefunden hat, und zwar ohne irgendwelche Demonstrationen und Umzüge und Winken mit Winkelementen, wie es heutzutage so schön heißt. Nee, das wurde von allen begrüßt, ohne dass darüber reflektiert wurde, was heißt das in Wirklichkeit auch? Technische Revolution? Ja, es war eine technische Revolution, die natürlich ohne Blutvergießen stattfand, eine Revolution ohne Blutvergießen, und die wurde eigentlich von oben bis unten von allen gewollt, angestrebt, ohne darüber nachzudenken, was hat diese erstmal ohne Zweifel positive Veränderung des Alltags insgesamt auch an Veränderung. Heutzutage würde man sagen, welche Nebenwirkungen hat das eigentlich? Oder besser noch, langfristige Auswirkungen. Darüber wird man eben gar nicht reflektiert. Aber ich meine schon, ich habe sie erlebt. Bei uns gab es in der Familie in den 50er Jahren auch noch so einen alten Staubsauger. Da stand Electrolux drauf. Er war ganz offensichtlich nicht aus DDR-Produktion, sondern stammte eben noch aus der Vorkriegszeit. Nicht? Oder Kleidung. An der nicht nur das Moden da sind, das ist sozusagen die kurzfristige Veränderung. Man könnte auch sagen, ein bisschen bösartig, von einer Fasnacht zur nächsten, was wird gerade en vogue durch die Welt getragen, sondern es war ja auch das Vorhandensein von irgendwelchen Textilien. Also in der Bundesrepublik gab es ja diese verschiedenen Wellen, die Fresswelle, die Bekleidungswelle, die Autowelle, die Reisewelle. Ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge so richtig historisch korrekt ist, aber es gab diese Wellen. Und diese Wellen sind natürlich zustande gekommen, einerseits in der Ablösung, Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Damals fand die technische Revolution auf Militärsachen statt. Aber dass sie auch den Alltag erreichte, das war ja erstmal eine relativ neue Angelegenheit.